Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Los, meine Giftkobra! Oh, wow! Los, Giftkobra, benutzt deinen Geheimeffekt! Bring mich zum Sieg! Ich weiß nicht, was ich meine. Na, Yusei, wie geht's denn so? Bock auf ein Rennen? Aber gerne, Aki. Meine Pflanzen machen dich immer wieder fertig. Das werden wir noch sehen. So, steckst du in meinem Kopf drin oder ich in deinem? Beides? Ich hab mal eben kurz die Seite gewechselt. Ha! Verdammt! Nur weil ich mit Pflanzen umgehe, denkst du, ich nehme eine Schere. Aber da hast du nicht geschnitten. Ich war in deinem Kopf drin. Und es war gemütlich. Es war gemütlich. Ha, nach langem mal wieder Yurio und heute ausnahmsweise mal mit Sunny. So, ich hoffe, ich sitze hier gut, ne? Dass ich hier nichts bedecke. Ich muss mein Pferd ein bisschen lauter machen. Wait. So, für alle hier spiele ich eine Karte verdeckt. Okay. Okay. Ich habe mich entschieden, diese Karte verdeckt zu spielen. Das war eine schwere Entscheidung, okay? Okay. Mach mal. Warum hast du so viel im Synchro-Deck? Falsche Deck ausgewählt. Weißt du, Leute, ich habe ihm extra gesagt, ich benutze so eins der ersten Decks von Akisa. Ja, ich weiß, ich hatte das falsche Deck ausgewählt. Es tut mir leid. Wollen wir nochmal neu starten? Dann lass es aber am besten drin. Der Fail muss eigentlich drin bleiben. So, ich hoffe, Sunny hat jetzt das richtige Deck genommen. Müsste eigentlich. Gut. Oh Mann, ey. So, bist du bereit für ein Duell der Schatten? Aber sicher doch. Hätte ich dieselben Karten auch noch wie vorher bekommen, wäre das perfekt gewesen. Ich weiß nicht, was ich von der Hand halten soll. Ich denke mir dasselbe gerade. Okay, ich spiele zwei Karten verdeckt. Yay! Und ein großartiger Zug. Ja, guck mal, ist derselbe Zug ungefähr wie vorher. Dieser Fee geht auf Sunnys Kappe im Übrigen. Ich aktiviere zuallererst mal Emporkömmling Goblin! Oh, danke für die Lebenspunkte. Bitte. Bitte, ich hab die Gefrechenheit. Dann beschwöre ich Tempokrieger! Miep. Sunny, nein! Was denn? Obwohl, Sunny, ja! Ich aktiviere den Effekt von Tempokrieger. Ja, ich weiß, du hast jetzt doppelte Power. Der funktioniert aber auch nur in der Runde, in der er beschworen wird. Richtig. Tempokrieger, greift das verdeckte Monster an. Danke! Du zerstörst nämlich die violette Hexe. Jetzt kann ich mir ein Pflanzenmonster aus meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Habe ich irgendein Empfängerviech, das was bringen würde? Das klingt nett. Ich nehme Einzelfeuerblüte. Oh nein. Das Ding muss alles aus dem Deck special cut. Die kann sich auch selber opfern, ne? Ich weiß, die kann sich selber opfern und sich auch selber aus dem Deck specialen. Nein, das war eine Frage. Ich kannte die Karte ja nicht. Ja, kann sie. Ich setze eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Du bist dran, Akisa. Ey, wir haben doch abgemacht, keine Kosenamen. Oh, nett.
Ich beschwöre Zwillichs Rosenritter! Roten Ritterin, Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass es eine Sie ist. Wir wollen ja genderkorrekt bleiben. Und dann spiele ich mythischer Raumtyphon! Um das da wegzumachen! Weg damit! Nein! Bitte sei Spiegelkraft! Bitte sei Spiegelkraft! Nein, das ist keine Spiegelkraft. Das ist Straße zum Sternenlicht. Yeah! Tolle Karte, by the way. Die war standardmäßig in den Deck. So, jetzt kommt meine einzige Feuerblüte! Oh no. Und dann? Achso, das geht nur vom Friedhof. Warte, erst gucken, dann denken. Ich aktiviere Einzelfeuerblüte! Okay, was bietest du als Tribut an? Die Einzelfeuerblüte selbst. Okay. Mach mal. Und hol mir Igerpflanze! Ja, das hätte ich sogar tatsächlich wahrscheinlich gemacht. Also sowas hätte ich gebracht. Und das Schöne ist, während die roten Ritterin auf dem Feld ist, kannst du keinen anderen Pflanzenmonster aggressiv werden, obwohl ich nicht mehr denke, dass du das angreifen willst. Los, meine Gigapflanze! Geh mir diesen Tempo-Krieger mein Mitgift! Und nur meine Ritterin! Zersäbel ihn! Muss mir angewöhnen, B gedrückt zu halten. Das hat gut getan. Wirklich nicht schlecht. Ich dachte, ich kann dieses eine Vieh hier vom Effekt her spezial beschwören, aber ich habe die Bedingungen nicht ganz richtig gelesen. Ich aktiviere den Zauber Schwarzes Loch! Nein! Oh doch! Miep! Dann beschwöre ich Gerümpel-Synchronisierer! Und aktiviere seinen Effekt. Und hole Tempokrieger aufs Spielfeld zurück. Miep! Nein, das ist illegal, das darfst du nicht. Das darf ich sehr wohl. Du hast ja nichts dagegen. Du hast ja nichts, was dich irgendwie auffällt. Noch nicht. Jetzt stimme ich meinen Stufe 3 Gerümpel-Synchronisierer auf meinen Stufe 2 Tempokrieger ein. Volle Fahrt, Gerümpelkrieger! Ich habe ein Problem. Nein. Aus. Böse. Illegal! Nee, ist es nicht. Los, Gerümpelkrieger, greife ihre Lebenspunkte direkt an! Nicht, wenn ich da ein Wörtchen mitzureden habe! Ich aktiviere keinen Zugang! Oh no. Aber in die Verteidigung! Bitte, irgendein Vieh, das 1300 hat. Dann aktiviere ich den Zauber Kampfwalzer! Ich wähle ein Synchronmonster, was ich kontrolliere und bestritt eine Walzerspielmarke mit denselben Angriffs- und Verteidigungswerten. Und das ist im Stufe, glaube ich? Was ist denn das für eine OP-Karte? Ach so, aber dafür kann sie keinen Schaden austeilen. Genau. Sie ist nur zum Kartenzerstören. Oder zum Wegsynchronisieren, besser auch nicht. Das ist die unnützte Karte, die ich gerade hätte ziehen können. Finde ich gut. Eine Karte mit 0 Angriff und 0 Verteidigung. Genau das brauchte ich jetzt. Ich beschwöre Stachelschraubenigel! Oh, wir den knuddeln. Ich wechsle meinen Grümpelkrieger in den Angriffsmodus. Und dann greife ich mit der Walzerspielmarke ein verdecktes Monster an. Ist auch der einzige Nutzen von der scheiß Karte. Ja. Dann greife ich meinen Gerümpelkrieger direkt an. Nein. Los, Stachelschraubigel, pieks ihn! Und dann bist du dran. Komm bitte! Hast du irgendwas Nützliches gezogen? Mehr oder weniger.
Warte mal. Funktioniert das nur. Ah, okay. Du bist. Wow, das war ja viel. Ja. Dann ziehe ich mal. Mal gucken, was es sein wird. Oh. Oh. Was hab ich denn da? Oh. Kann ich denn das? Ich dachte, ich mach mal mit. Ja. Ich biete meinen Stachelschraubenigel als Tribut. Warum nicht das Vieh, was keinen Schaden anrichten kann? Es hat schon seinen Sinn, du wirst es ja sehen. Und beschwöre Schneezieh-Synchron! Kacke, verdammt. Dann aktiviere ich den Effekt von Stachelschraubenigel, weil ich einen Finger kontrolliere, darf er sich aufs Feld zurück spezial beschwören. Ach so, deswegen. Yes. Ja, komm her, Sterni. Nee, komm ich gerade nicht drauf. Dann stimme ich meinen Stufe 5 Schnellzy-Synchron auf meinen Stufe 2 Stachelschraubenigel ein. Ja. Und beschwöre Nitro-Krieger! Miep! Und weißt du, was das witzig ist? Spiegelkraft! Spiegelkraft! Ich aktiviere den Ruf der Gejagten! Und rufe Gerümpel synchronisiere auf mein Feld zurück. Ich dachte, wir hätten abgesprochen, keine Combo-Breaker. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich den Synchronisierer nachgezogen habe. Jetzt stimme ich meinen Stufe 3 Gerümpel-Synchronisierer auf meinen Stufe 5, auf meiner Stufe 5 Spielmarke ein. Das ist doch Müll! Bring mich in die Luft! Sternenstaub! Da stehen einfach drei Synchro-Viecher! Gegen meine arme kleine Pflanze! Ja. Zeig, was du kannst. Ich nehm's mit dir auf. Ich vernichte dich. Ich ziehe Spiegelkraft und dann seid ihr alle weg. So, was konnte Nitro ja nochmal? Okay. Nitro-Krieger, vernichte sein verdecktes Monster! Komm, lass mich dich aktivieren. Los, Heckenschutz! Er hat zwar die halben Punkte jetzt, aber du kannst ihn nicht durch Kampf zerstören. Dann jetzt wird das Spielzeug nicht durch Kampf zerstört. Dieser Spielzeug ist die Karte geschützt. Okay, dann darfst du. Ah, gut, er kann nicht lesen. Ah, durch diesen Kampf, ja, fair. Von mir aus. Los, ich aktiviere Kopierpflanze. Mit ihnen kann ich ein anderes Pflanzenmonster auswählen. Außerdem habe ich finstere Schlängler im Friedhof. Warum im Angriffsmodus? Oh, der Profi. Die ergeben zusammen 6, glaube ich. Ja. Du könntest auch noch was anderes machen. Warte, ich habe 2 verschiedene Viecher. Ich guck gerade, welches besser ist. Achso, sie sagt Pflanze. Okay, nevermind. Ich dachte, Kopierpflanze kann eins meiner Monster wählen, die Stufe kopieren, aber du kannst nur eins von deinen auch wählen. Weil du machst auch die Pflanze wählen musst. Okay, fair enough. Nein. Ich aktiviere Kopierpflanze und kopiere meinen Schlängler. Jo, mach mal. Dann synchronisiere ich alle meine 3 Viecher. Los, meine mega Pflanze, komm aufs Feld! Schwarzer Rosendrache! Dahin. Nee. Ja, ein Feld weniger, das ich besetze. Und weißt du, was schön ist? Ich kann jetzt alle Karten auf dem Spielfeld zerstören! Ich hab wirklich, dass du damit durchkommst. Ich aktiviere den Effekt von Sternenstaubdrache! Ich kann ihn als Tribut anbieten, wenn du einen Effekt aktivierst, der Karten auf dem Feld zerstören würde. Und den Effekt annullieren. Und dein Monster zerstören. Mieb. Ja, das ist halt das Einzige, was ich hätte machen können. Ich weiß. Und sollte ich das tun, kommt Sternenstaubdrache in der Endphase auf mein Feld zurück.
ich will noch mal verhandeln, wie wir jetzt das Ende dieses Duells bestreiten. Komm, gönn mir eine Runde! Wieso hat Schwarze Hosentag eigentlich keine Animation? Frag mich doch nicht. Finde ich echt schade. Frag mich doch nicht. Ist nicht rosig genug für eine Animation. Hm. Ich nochmal beschwöre Stachelschraubigel. Warum hast du den jetzt schon wieder? Hauptdeck, let's go. Das wird wehtun. Angriff, Sternstaubdrache! Nein! Warum konnte ich nicht Spiegelkraft ziehen? Ich glaube, den Effekt kannst du nämlich nur einmal aktivieren. Das ist richtig. Angriff, Gerümpelkrieger! Also einmal pro Spielzug. Angriff, Stachelschraubigel! Auch jetzt auf mit der Demütigung! Und dann darfst du dran sein. Ja, leck mich. Du wolltest auch einen Zug. Ich beschwöre Hexe der schwarzen Rose. Und vernichte deinen Stachelschraubigel. Nein, nicht mein Stachelschraubigel. Aua. Du kriegst kein weiteres Date. Wenn du jetzt angreifst. Mit Akisa. Du kriegst kein Date mit ihr. Ich aktiviere Stimmen. Das ist schon ein schlechter Witz. Ich hole dir meinen Gerümpel-Synchronisierer auf die Hand. Oh, und Stachelschraubigel geht im Friedhof. Nice. Weißt du, was doof ist? Das ist die einzige Karte in meinem Deck, die keine Pflanze ist. Und die Karte, die ich da verdeckt habe, bezieht sich nur auf Pflanzen. Autsch. Ich nochmal beschwöre Gerümpel-Synchronisierer. Das ist... Ey, in Kombination zur Runde hervor, es ist das Schlechteste, was ich hätte bekommen können. Weil einer nicht reicht? Ach komm! Beschwöre ich einen zweiten Gerümpelkrieger! Wie viele Synchro-Viecher willst du noch auf dem Feld haben? Und dann darfst du. Ich rufe Rosenfee. Okay. Schwarzer Hosendrache, komm zurück! Bist du sicher, dass du mit dem wieder beschwören willst? So, wie war das? Der Beschwörungseffekt war der Effekt, dass alle Karten... Nee, der andere Effekt funktioniert leider nur auf Verteidigungsviecher. Ich kann zumindest einen von denen da noch mitnehmen. Nein, ich bin Gerümpelkrieger. Komm, jetzt beende es, sonst beende ich es. Guck mal, was da verdeckt lag. Ich aktiviere Sternschnuppe. Sollte ich ein Sternstaubmonster kontrollieren, darf ich eine Karte auf dem Feld wählen und sie zerstören. Ich nehme eine verdeckte Karte. Das war Dornbauer. Ah. Hätte ungefähr denselben Effekt gehabt wie die schwarze Rosendrache. Dann setzen wir noch eine Karte. Ja, nur der Sternstaubdrache hat mir das komplette Duell gerissen. Wäre der nicht da, ich hätte die alle wegrotzen können. Die Frage ist... Ich gebe dir noch eine Runde, weil ich will nicht mehr Sternstaubdrache töten. Sternstaubdrache, vernichte schwarze Rosendrache. Weißt du,
Diese Genugtuung gebe ich dir nicht. Leck mich. Hey, sie ist geflohen! Diese Genugtuung kriegst du nicht!